Die Stille des Todes von Eva Garcia Sainz. Die Stadt ist in Angst. Ein junges Paar wurde in der Kathedrale von Vitoria gefunden, völlig nackt, in einer Umarmung umfangen, die Hände auf der Wange des anderen. Tot. Sie scheinen durch den Stich einer Biene umgekommen zu sein, die ihnen in den Hals gesteckt wurde. Der Fall weckt schreckliche Erinnerungen an eine Serie von Verbrechen, die 20 Jahre zuvor die Stadt in Atem hielt. Damals gab es eine Reihe bizarrer Doppelmorde an historischen Orten der Stadt. Immer zwei Opfer, Junge und Mädchen, immer gleich alt. Erst Neugeborene, dann Fünfjährige, dann 10-, dann 15-Jährige. Alle Paare waren auf die gleiche Weise arrangiert, wie die Toten in der Kathedrale. Inspektor Ayala, genannt Kraken, und seine Kollegin Inspektora Gauner stehen vor einem Rätsel. Denn für die Verbrechen von damals sitzt Tasio de Ortiz, ein renommierter Archäologe im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses. Wurde er unschuldig verurteilt? Tasio de Ortiz bietet Ayala seine Mithilfe an, den Täter zu finden. Doch kann der Ermittler dem Mann trauen? Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Und Ayala möchte die Fortsetzung der Mordserie um jeden Preis verhindern. Jetzt erhältlich in deiner Hugendubel-Buchhandlung und auf hugendubel.de.